Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Kabinett billigt Plan zur teilweisen Soli-Abschaffung. Nach dem Gesetzentwurf von Finanzminister Scholz soll der Solidaritätszuschlag ab 2021 für 90% der Steuerzahler komplett entfallen und für 6,5% teilweise. Die Union hatte zunächst die vollständige Streichung für alle gefordert. Machtkampf in Italien. Ein Sprecher von Präsident Mattarella hat für heute Gespräche über die Bildung einer neuen Regierung angekündigt. Am Abend hatte Ministerpräsident Conte seinen Rücktritt eingereicht. Er machte Innenminister Salvini für das Scheitern der Koalition aus rechter Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung verantwortlich. Rettungsschiff Open Arms in Hafen von Lampedusa. Knapp 100 Migranten konnten in der Nacht an Land gehen. Die italienische Staatsanwaltschaft hatte die Einfahrt in den Hafen angeordnet. Ermittler und Ärzte waren zuvor an Bord gegangen und hatten sich ein Bild von der Lage gemacht. Trump sagt Dänemark-Besuch ab. Weil Ministerpräsidentin Frederiksen einen Verkauf Grönlands an die USA ablehnt, werde er den im September geplanten Besuch verschieben, schrieb der US-Präsident auf Twitter. Frederiksen hatte zuvor klargestellt, Grönland stehe nicht zum Verkauf, die Diskussion sei absurd. Australischer Kardinal Pell bleibt in Haft. Ein Gericht in Melbourne bestätigte das Urteil der ersten Instanz. Der ehemalige Finanzchef des Vatikans war 2018 wegen sexuellen Missbrauchs zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Wetter. Heute meist freundlich mit häufigem Sonnenschein. Im südöstlichen Bayern teilweise noch starke Bewölkung, aber nur anfangs noch etwas Regen. In Küstennähe einzelne Schauer. 17 bis 26 Grad.